Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Taschenmesser und zwar um das Navy K50K in 440C. Das habe ich ja beim Thomas im Giveaway gewonnen. Und das wollte ich noch mal eben ausführlich zeigen. Schauen wir uns erstmal das Design an, was irgendwo sehr eigenwillig ist. Aber nichtsdestotrotz liegt das Messer wirklich spitzenmäßig in der Hand. Also, da wurde wirklich mitgedacht, weil hier kann man den so eine Art Vorgriff, Fingerjoy, allerdings geht da Schneide nicht verloren, weil hier eine ordentliche Schleifkerbe ist und hier kann man so den Zeigefinger drauf tun. So, und dann kann man hier auch noch mit dem Daumen hinten auf den Rücken gehen und weiß ich nicht, so ein Power Cut machen oder whatever. Dann hier einmal diese Klinge, die einem, ja, weiß ich nicht, so eine Art Wiegermesser entspricht, meiner Meinung nach. Hat hier, also ein Scandi ist das nicht, ich glaube, das ist so ein Saber Grind irgendwie. Oder ich erzähle jetzt Quatsch und es ist nur ein, ja, weiß ich nicht, hochgezogener Flachschiff. Ich weiß es nicht. Wenn es ihr wisst, schreibt es einfach unten runter. Der 440C Stahl hier, der in diesem Stonewash Finish ist, gefällt mir unheimlich gut. Sehr kratzempfindlich, unempfindlich. Und der muss wohl wirklich eine sehr gute Wärmebehandlung haben, weil das Ding rasiert. Das ist unfassbar. Wie scharf das ist. Wunderbar. Ne, hier auch relativ dicke Spitze. Also gefällt mir richtig gut. Ne, Griff. Auch aus Ganzmetall. Hat ein Gewicht von... Also die Waage hat angezeigt 147 Gramm, also Lineart inklusive, also was ein paar Gramm, also sagen wir mal so, ja, weiß ich nicht, 145, 144, würde ich jetzt mal so sagen. Dann hat das hier einen Daumenpin für einhandig zu öffnen. Ob man den abmachen kann, das kann ich nicht sagen, weil, ja, also nirgendwo ist hier... Also keine Schraube Torx oder so, eventuell mit zwei Zangen, aber man den dann wieder zusammenbekommt, I don't know. Dann haben wir hier einen Pocket Clip, der ordentlich stramm sitzt. Trägt sich angenehm in der Hose, ich habe es mal rangemacht. Und ja, was nur schade ist, dass der nicht umsetzbar ist, aber gut, man kann nicht alles haben. Offene Konstruktion, hier alles vertorxt. Komplett und ja, halt leicht zu reinigen. Ne, komplett rostfrei alles. Also sollte sich da mal Dreck irgendwie sammeln oder so, mal eben abbrausen und dann ein bisschen Ballistol. Ne, sicher ist sicher. So, kommen wir noch mal zu den Maßen. Schauen wir mal hier. Klingenlänge haben wir. Moment, ich muss hier durch die Kamera gucken. 7,5 cm und im Ganzen haben wir eine Länge von 18, circa 18. Griff nochmal so um die 10,5. So, ist sehr kompakt. Allerdings vier Finger noch ausreichend. Ich habe so Handschuhgröße 10. Und ja, es passt. Also ja, 10,5, 10, also es ist knapp, aber es gehen noch alle vier Finger drauf. Und ja, also wenn man den Pin abmachen würde, wäre sogar noch 42A konform und man hätte hier zum, also auf jeden Fall noch ja, es wäre möglich, zweihändig zu öffnen. Na, und ja, wie gesagt, Lanyard habe ich schon mal gezeigt, aber echt sehr coole Arbeit vom Thomas. Wunderbar, vielen Dank nochmal. Und ja, es ist wirklich ein
Wie soll ich sagen? Also das Design ist meiner Meinung nach, wie gesagt, sehr eigenwillig, aber nichtsdestotrotz von der Funktionalität super. Und Schneiden, wirklich Papier damit geschnitten und wie gesagt, hier mal auf den Unterarm rasiert und poah, das geht durch, das ist unfassbar. Ne? Klingenstand nochmal gucken. Ja, könnte man noch ein bisschen hier ein bisschen zentrieren oder so, aber ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Wie sagt man, geschenkten Bar schaut man nicht hinter die Kiemen. Okay, das war das Navy K505 in 440C in der Stonewash. Ja, mit dem Stonewash Finish. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.